So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um ein Mikrofon und zwar um das Neur NW700 Mikrofon Kit. Dieses Mikrofon kommt wirklich mit vielen Extras. Das alles seht ihr in diesem Video, also bleibt dran und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Ich sag bis gleich und ciao. So, jetzt sehen wir erstmal, wie das Ganze ankommt und zwar in so einer Neur Plastikverpackung um den Karton. Übrigens, das ganze Video werde ich auch mit diesem Mikrofon vertonen. Genau, so sieht der Karton dann aus. Wenn man ihn aufmacht, sieht das Ganze so aus. Die ganzen Einzelteile sind wirklich sehr viele und die packe ich jetzt nochmal einzeln aus, damit ich sie auch vorstellen kann. Und zwar sieht man da ganz links, das werde ich jetzt glaube ich in die Hand nehmen, das ist dieses Tischstativ, was man dann richtig gut verstellen kann. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Dann natürlich der Popschutz, der für die P- und Geräusche zuständig ist. Funktioniert auch super. Dann hier das Mikrofon, das liegt wirklich recht toll in der Hand. Es wirkt auch richtig gut verarbeitet, auch alle anderen Teile, wenn man sich überlegt, dass wirklich dieses ganze Kit nur 33 Euro oder ich sag mal unter 35 Euro kostet, ist das schon alles eine richtig gute Qualität. Genau, dann sieht man da auch das XLR-Kabel, das wird zu einem AUX-Kabel, das heißt, man kann es auch direkt in den PC stecken, je nachdem welche Soundkarte man hat, funktioniert das auch direkt. Ich habe es aber jetzt über dieses Behringer Mischpult angeschlossen, weil es für mich einfach die einfache Variante war. Genau, dann gibt es hier auch noch so einen Windschutz, den kann man dann auch noch übers Mikrofon überstülpen. Hier ist die Spinne, die dann Geräusche rausfiltert, die zum Beispiel durch ein Schlagen auf einen Tisch passieren. Das funktioniert auch super, habe ich auch schon vorher getestet. Und ja, das Ganze erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Und wie gesagt, das kann ich nur nochmal erwähnen, ist alles wirklich sehr sauber verarbeitet und eigentlich auch recht hochwertig. So, genau, dann sieht man hier das Tischstativ, wie es ganz ganz groß ausgeklappt ist. Das heißt, man kommt wirklich, wenn man es auch an die Seite des Tisches klemmt, überall hin. Genau, hier sehen wir das Mikrofon, das ist eingeklemmt in der Spinne. Dann versuche ich da mit einer Hand den Windschutz drauf zu machen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ich musste es unterbrechen und da ist es drauf. Und jetzt tut man dann das Ganze, also die Spinne, auf dieses Tischstativ draufschrauben. Das sieht danach dann so aus. Jetzt ist alles fertig und jetzt kann man das Ganze nochmal angucken und es sieht eigentlich auch wirklich sehr professionell aus. Also ich glaube, wenn man das erstmal sieht, das Ganze aufgebaut, dann denkt man erstmal, krass, wie viel Geld hast du ausgegeben, aber dann kostet das ganze Set wirklich nur 30 Euro. Wie gesagt, von der Tonqualität hört ihr ja selber, kann ich es nur empfehlen. Ich werde euch aber jetzt nochmal ein kleines Soundbeispiel nehmen, wie ich es auch beim Rode NT1A gemacht habe, also viel Spaß. Das freie Training in Melbourne wird Ihnen präsentiert von Krombacher, eine Perle der Natur. So, wie ihr jetzt quasi gehört habt, es ist wirklich eine grandiose Soundqualität, vor allem in der Preisklasse findet man da glaube ich kein besseres. Wie gesagt, es macht richtig viel Laune mit diesem Mikro aufzunehmen, auch Gitarre oder Musikbeispiele. Hat wirklich alles wunderbar geklappt, klingt alles sehr klar. Wie gesagt, ich verlinke euch nochmal das ganze Mikrofon auch unten in der Infobox. Ansonsten, falls ihr euch auch für das Rode NT1A interessiert, mache ich euch da auch gleich einen Link hin, dass ihr da auch direkt zu dem anderen Product Review kommt. Wie gesagt, man sieht auch, das Ganze sieht wirklich hochprofessionell aus. Das heißt, auch zum Angeben geeignet. Niemand wird, glaube ich, vermuten, dass das so wenig kostet. Jeder wird sagen, was hast du ja gekauft? Krass, du hast ja ein eigenes Studio. Und es macht einfach richtig Spaß, auch so eine gute Soundqualität dann auch zu hören. Wie gesagt, ab und zu ist ein kleiner Rauscher drin, aber das geht. So, ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Sag danke. Wie gesagt, ich verlinke euch nochmal alles, was ihr wissen müsst, in die Infobox unten rein. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Ansonsten sage ich danke. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Und falls es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und einen Kommentar und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.